Hallo liebe Grillfreunde, hier ist wieder der Rummel von Rummel Grill TV. Der Morgen graut oder dem Morgen graut, ich weiß es nicht. Jedenfalls haben wir ein Frühstück gemacht. Ein Bauernfrühstück 2.0 oder was so ähnliches. Spanisch Tortilla. Tortilla. Tortilla ist ein schönes Wort. Spanisch Tortilla. Wie ich das gemacht habe, in welchen Zutaten und wie sich Rührei direkt in der Sizzlezone verhält und ob das rücksteinsfrei verbrennt, das zeige ich euch in diesem Video. Let's get ready to rumble! Kartoffelchips, Mayonnaise, Salz, Pfeffer, Knoblauch, Butter, krosser Bacon, also schon ausgelassen, Petersilie, eine Lauchzwiebel und 4 Eier. Für unsere Spanish Tortilla. Tortilla. Doppel L macht man ein J raus. Tortilla. Haben wir hier ein paar Eier. Hier bleiben. So. Ein bisschen Salz, Pfeffer, also so ein Stegpfeffer, da ist Salz schon mit drin. Zack. So, und jetzt habe ich hier, liebe Leute, ich habe Bacon. Bacon in, nicht in der Pfanne ausgelassen, sondern ich habe im Kühlschrank noch gefunden, Butterschmalz, Chorizo und Bacon, also einmal Kühlschrank mal aufgeräumt, das alles in eine Pfanne gemacht und das alles so ausfrittieren lassen. Das Fett habe ich mir abgefüllt und das ist ein schönes, leckeres Bratfett. Also wir haben BCB, Bacon, Chorizo, Butterschmalz, also sensationell. Und das ist der Bacon, den ich aus der Pfanne geholt habe, eigentlich schon fertig, schön kross, ja, und den so eine Konsistenz jetzt wie Röstzwiebeln. So, dann mache ich mir hier ein bisschen was rein. So. Und so eine Tortilla, ich habe schon gesagt, ist ja wie unser Bauernfrühstück. Unser Bauernfrühstück in Deutschland macht man Kartoffeln rein. Aber ich nehme gleich Kartoffelchips. Und verrühre die hier drin. Lässt sich jetzt gar nicht mehr rühren, muss ich mal mit der Hand ein bisschen umdrehen. Damit sich das mit dem Ei verbindet. So, das lasse ich jetzt eine Weile stehen und kümmere mich um eine Art Schnell Aioli heißt das Zeug. Und habe hier Mayonnaise, Knoblauch, da kommt gleich von dem Salz, Pfeffer ein bisschen was drauf und jetzt zerknirschen wir das. Und schwupps, habe ich so eine Art kleine, gefakte Aioli. Hey, da habe ich beim Spanier schon schlechtere Aioli gegessen. So, jetzt Pfanne aufsetzen. Flocke Butter. So, und jetzt hier das Baba am Frühstück / Aioli reingeben. Jetzt muss ich das Ding drehen. Ich habe auch noch nicht so richtig die Ahnung. Ich versuche das jetzt mal so mit dem Teller hier drauf. Und 1, 2, 3, up dich. Ja, zack. Ne, so schlecht sieht das doch gar nicht aus. Und jetzt lassen wir das alles wunderbar
wieder reingleiten. Also da kannst du aber nicht meckern. Ja. So sieht übrigens Ei auf der Sissel so aus. Gut, müssen jetzt alles schön rausbrennen. So. Macht einen festen Eindruck und zack. So. Mal gucken, ob wir das ganze Beil hier aus der Pfanne kriegen. Hey. Das hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht. So. Muss auch ein bisschen was Grünes drauf. Und noch ein bisschen Petersilie. Crunch vom Bacon. Und ein bisschen Lauchzwiebel. Spanisch Tortilla, oder? Bauernfrühstück 2.0. So, für die Kritiker, das hat jetzt nicht direkt was mit Bauernfrühstück zu tun, wie wir es kennen. Aber es ist Kartoffel und Ei. Ja? Und ich bin eigentlich hier ein Bauernfrühstück-Kenner, hat mir mein Vater mal früher gemacht. Und der hat einen riesen Haiupai draus gemacht. Also nicht so wie ich, dass mir die Hälfte vom Ei im Grill liegt. Er war sehr akribisch mit seinem Pfannenwenden, aber wir probieren mal. Hey. Das ist lecker. Das ist wirklich lecker. Und dann stellt euch vor, das Frühstück, weißt du, von der Party ist ja noch schön noch ein paar Chips auf dem Tisch. Man hat noch ein paar Eier im Kühlschrank. Kann man sich schnell mal so ein richtig geiles Essen machen. Und ich will mich auch nicht mit fremden Federn schmücken. Und ich habe das Rezept geklaut von einem sehr bekannten spanischen Kollegen, José Andrés. Ein Gruß dahin an dieser Stelle. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wem dem so ist, würde ich mich über einen Daumen hoch, über einen netten Kommentar oder natürlich, wenn ihr noch nicht abonniert habt, über ein Abo freuen. Wenn ihr die Glocke läutet, kriegt ihr auch eine Benachrichtigung für solche Rezepte. Für die anderen natürlich auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bleibe weiter neugierig für euch. Bis zum nächsten Mal. Alter, ey, das Ei komplett verbrannt.